Geld regiert die Welt. Die meisten Formel-1-Teams sind daher auf das Geld von Sponsoren angewiesen, um in der Königsklasse antreten zu können. Auf der einen Seite gibt es Sponsoren, die gleich ganze Teams an den Start bringen oder für ikonische Lackierungen gesorgt haben. Und auf der anderen Seite Sponsoren wie dubiose Energy-Drink-Firmen von Weihnachtsmann-Cosplayern oder Prinzen aus Nigeria. Ein Sponsoring, das sich wohl irgendwo in der Mitte einordnen lässt, ist das der schwedischen Band ABBA, die im Jahr 1981 den Wagen von Slim Borgut sponsorten. Aber wie konnte es zu dieser kuriosen Konstellation kommen? Der Schwede Carl Edward Tommy Borgut, genannt Slim, wurde 1946 geboren und startete seine Karriere im Rennsport Mitte der 60er Jahre in einem Lotus Formel Ford Boliden. Richtig ins Rollen kam dieser aber erst 1972, als er mit Volvo in die schwedische Tourenwagenmeisterschaft einstieg und dort auf Anhieb Vizemeister wurde. Ein Jahr später ging er zusätzlich in der skandinavischen Formel Ford an den Start und wurde dort Meister. 1976 erfolgte der Aufstieg in die Formel 3 und Slim fuhr in der schwedischen und europäischen Meisterschaft, wobei er erstere 1979 gewinnen konnte. 1981 bekam er schließlich die Möglichkeit, für den deutschen Rennstall ATS in der Formel 1 zu starten. Und hier kommt ABBA ins Spiel. Borgut war neben seiner Tätigkeit als Rennfahrer ein begeisterter Schlagzeuger und war bei einigen Sessions und Aufnahmen der Band als Studiomusiker aktiv. Dabei verstand er sich mit ABBA-Gitarrist und Sänger Björn Ulvaeus besonders gut. Dieser sorgte schließlich dafür, dass das Logo der Band auf dem Formel-1-Boliden von Slim zu sehen war. Dabei floss allerdings kein Geld, sondern das Logo sollte dazu dienen, andere Sponsoren anzulocken. Während der Saison konnte Slim in Silverstone in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen einen 6. Platz und damit einen Punkt einfahren. Das Auto war jedoch allgemein nicht sonderlich konkurrenzfähig, weshalb weitere Punkteresultate ausblieben. Im Folgejahr ging Borgut für das Team Tyrrell an den Start. Allerdings musste er dort nach 3 Rennen seinen Platz räumen, da sich trotz ABBA-Logo keine neuen Sponsoren gefunden hatten und ihm daher das Geld ausging. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere fuhr Slim noch erfolgreich Sportwagen, Tourenwagen und Truckrennen und ging unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start, bis er schließlich 1997 seinen Helm an den Nagel hing. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, würde ich mich zudem sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis dahin, bleibt auf der Ideallinie und bis zum nächsten Mal.